Moinsen Pamarillos, mein Name ist Sonic und ihr seid hier auf Rapsplay. Ich möchte in der heutigen Folge mal ein bisschen mit euch diskutieren. Und zwar möchte ich einfach mal meine Meinung loswerden zur Dark Zone in The Division. Und zwar schreiben viele Leute in die Kommentare, ja, ihr lauft da rum. Und einer hat geschrieben, einer von uns wäre ein Depp mit juckendem Zeigefinger, weil er einfach alle Leute umballert. Andere schreiben, ja, ihr ist voll cool, wie ihr die Leute fertig macht. Das macht Spaß zuzusehen. Und weil ja die Vollversion vor der Tür steht, möchte ich einfach mal mit euch drüber diskutieren und eure Meinung darüber hören, wie ich oder wie ihr in der Dark Zone spielen werdet. Spielt ihr eher, dass ihr mit Kumpels da reingeht und ihr kämpft gegen die NPCs zusammen und ihr geht jeglichem Ärger aus dem Weg? Oder geht ihr in die Dark Zone und nietet andere Spieler um, klaut deren Zeug, bringt das mit dem Helikopter nach draußen? Es gibt halt so, ich werde so ein Mischding machen, denke ich. Und ich glaube, der Sinn der Dark Zone ist natürlich nicht nur gegen NPCs zu kämpfen, weil das kann man ja auch in der ganz normalen NPC-Welt außen herum. Da kann man die Story-Missionen spielen, da kann man im Coop die schweren Missionen machen. Vielleicht kommt ja sogar ein Raid dazu, den man mit mehreren Leuten machen kann, also mit mehr als drei Freunden quasi. Und ich denke, wenn man in die Dark Zone geht, dann hat man doch schon im Hinterkopf, dass da andere Spieler sind, die potenziell gefährlich sind. Natürlich auch Verbündete, mit denen man zusammen die NPCs besiegen kann, die ja in der Dark Zone sehr, sehr schwer sind. Und ich denke einfach, dass man mit dem Gefühl reingehen sollte, dass es eine PvP-Zone ist und dass es nicht nur NPCs dort zu sehen gibt. Ich hatte unter einem Video eine kleine Diskussion, also wir haben so zwei, drei Nachrichten hin und her geschrieben. Und er war der Meinung, dass man da keinen Stress machen soll. Man soll nicht die Leute abschießen, die einem nichts tun, weil man wird ja auch dann direkt abtrünnig. Aber ich denke mir, wenn ich doch in der Dark Zone bin und ich habe das Equip gesammelt und ich bin stark und ich kann es mir leisten, andere Leute zu töten und deren Sachen zu klauen und deren EP und deren Geld zu bekommen, warum soll ich das nicht tun? Also wenn ich doch da stehe und ich bin mir sicher, ich kann diesen Kampf gewinnen, dann denke ich, dass man auch ruhig abtrünnig werden kann und es auf eine Menschenjagd darauf ankommen lassen kann, weil darum geht es in der Dark Zone. Stellt euch mal vor, ihr seid in der Dark Zone und kein einziger würde jemanden, der nicht abtrünnig ist, töten. Das heißt, niemand in der ganzen Dark Zone wäre abtrünnig. Das würde die Dark Zone in ein komplettes PvE-Gebiet verwandeln, was keinen Unterschied dazu hätte zu der anderen Welt außen herum. Ich nenne es einfach mal PvE-Zone, weil dort könnt ihr auch mit Kumpels zusammenspielen gegen NPCs und dasselbe würdet ihr dann in der Dark Zone machen. Ihr könnt natürlich auch Dark Zone Loot bekommen und die Dark Zone Währung und könnt euch davon bessere Waffen holen, aber es würde nie eine Jagd auf Abtrünnige geben, es würde nie eine Menschenjagd geben, die andere verfolgen. Und auch die Menschenjagd selber zu erleben, ist natürlich eine super Spielerfahrung, die einfach total Spaß macht, mir zumindest. Das ist einfach ein cooles Gefühl, wenn du mit 2, 3, 4 Kumpels unterwegs bist, ja, du kannst ja maximal mit 3 Kumpels in einer Gruppe oder halt in mehreren Gruppen, wie es wir auch schon gemacht haben, wenn du mit denen dann unterwegs bist und du killst einem, schießt einfach mal 2 Leute über den Haufen, so, dann bist du wahrscheinlich schon abtrünnig 1 oder 2 und fängst dann an wegzulaufen. Dann kommen schon die ersten Spieler, die sehen auf der Karte, boah, guck mal, der ist abtrünnig, den mache ich fertig, ich hol mir seinen Loot. Dann laufen die euch hinterher, du rennst vielleicht weg, irgendwann stellst du dich dem Kampf und dann bist du, wenn du es geschafft hast, die Gegner zu besiegen, bist du abtrünnig 3 oder 4. Und auf einmal irgendwann bist du in der Menschenjagd drin, du hast 5 Minuten, die du überleben musst. Das Adrenalin steigt dir in den Kopf und dieser Willen zu überleben, das zu schaffen, macht einfach so unglaublich viel Spaß. Also ich kann jedem nur empfehlen, das einfach mal auszuprobieren. Was aber auch wieder so eine Abwägung ist. Also wie gesagt, ihr müsst dafür gut equipped sein, weil jetzt gerade in der Open Beta waren sehr, sehr viele Spieler in der Dark Zone. Ich weiß nicht, wie es in der Vollversion sein wird. Und wenn die hinter euch her sind, dann ist es sehr, sehr schwer, dort die Menschenjagd zu überleben. Vielleicht könnt ihr in die U-Bahn laufen oder ihr könnt auf ein Haus klettern und euch dort verteidigen. Aber immer wenn ihr schießt, bleibt eure Zeit stehen. Das heißt, ihr müsst jeden Gegner abwehren, der kommt. Und das ist eben das Schwere. Und das ist aber auch das, was sehr, sehr Spaß macht. Wenn man es dann am Ende geschafft hat, ihr kriegt die über 700 Dark Zone Währung an Belohnung. Ihr bekommt Erfahrung, weil ihr die Gegner die ganze Zeit getötet habt. Und ihr bekommt den Loot von den Gegnern. Also ich finde, das macht gerade die Dark Zone aus. Natürlich muss man jetzt nicht, nachdem man direkt in die Dark Zone gekommen ist, die nächsten 2 Leute, die man sieht, umnieten, wenn man nicht muss.
Man kann das natürlich machen, man ist abtrünnig und bietet dadurch den anderen Spielern, die in der Dark Zone nicht abtrünnig sind, auch mal die Erfahrung, Abtrünnige jagen zu dürfen. Wenn das niemand machen würde, wie ich es eben schon erwähnt hatte, dann gäbe es keine Abtrünnigen und es gäbe keine Menschenjagden mehr und keiner könnte Abtrünnige jagen, um sich dadurch Punkte zu verdienen. Das würde die Dark Zone in ein PvE-Gebiet verwandeln und das fände ich sehr, sehr schade. In der Gruppe zu spielen ist natürlich auch immer ein besonderes Erlebnis. Am besten ist, wenn man sich dort abspricht. Einer hat viel Fertigkeitenpunkte, die er für Heilung einsetzt. Einer kann sehr, sehr viel Schaden machen und einer hat vielleicht sehr, sehr viel Leben und ist der Tank der Gruppe, der vorne reingeht und Stress macht, vielleicht mit der Pumpgun oder sowas. Gerade wie mein Kumpel Anthony ja schon das gemacht hat, mit der Pumpgun vorne rein, zwei Schüsse, der Gegner lag auf dem Boden. Das kann natürlich klappen. Und wenn man in dieser Gruppe sehr gut abgestimmt ist und zusammenspielt, dann kann man entweder die Abtrünnigen gut jagen oder man kann halt selber abtrünnig sein. Mich würde auf jeden Fall jetzt einfach mal eure Meinung interessieren. Wie hättet ihr gerne, dass wir im Let's Play vorgehen? Also meine Intention war ja einfach am Anfang mich erstmal ein bisschen bedeckt halten, in der Dark Zone Truhen öffnen und so, dass man halt gute Waffen erstmal kaufen kann. Und wenn man das erreicht hat, dann kann man natürlich auch die Menschenjagd riskieren. Wenn man gut equipped ist, dann kann man auch andere Spieler über den Haufen ballern. Ich habe es immer gern Stress ohne Grund genannt. Ja, man geht rein, knallt ein paar Leute über den Haufen, ist abtrünnig und schon wird man gejagt. Und das macht einfach Spaß. Das macht einfach richtig Bock, wenn man dann da rumläuft. Und ja. So wäre jetzt meine Intention. Wie spielt ihr denn? Würdet ihr genauso spielen? Geht ihr in die Dark Zone und macht direkt PvP? Ist euch das egal? Geht ihr alleine in die Dark Zone rein und knallt ein paar Leute ab? Oder geht ihr alleine in die Dark Zone, schließt euch einer Gruppe an? Oder geht ihr alleine in die Dark Zone und jagt nur Abtrünnige? Oder jagt ihr in der Gruppe Abtrünnige? Das würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Und vor allem auch, was ihr denn sehen möchtet. Wenn ihr mein Let's Play verfolgt, viele werden ja hier mal kurz reingucken, werden das Spiel aber dann selber zum größten Teil spielen. Andere werden sich das Spiel nicht kaufen und nur zuschauen. Und die Leute, die nicht zuschauen, die sehen dieses Video ja hier auch nicht. Wie hättet ihr denn gerne, dass ich das mache? Was guckt ihr am liebsten? Guckt ihr, dass wir am liebsten, dass ich Stress mache, dass ich eine Menschenjagd mache? Guckt ihr am liebsten, dass ich sicher bin und auf Ausrüstung ausgelegt bin, sage ich jetzt mal, dass ich möglichst effizient spiele und Ausrüstung farme, ohne zu sterben? Oder möchtet ihr sehen, dass ich so mehr rollenspielmäßig spiele, dass ich mich mit dem Charakter sozusagen verbinde und in dieser, ja, diese zerstörte Welt einfach lebe? Dass ihr sagt, ja, da ist ein Virus, ich muss ums Überleben kämpfen, ich darf zum Verrecken nicht sterben. Haha, was ein lustiger Spruch, zum Verrecken nicht sterben. Ja, würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Schreibt das mal in die Kommentare. Ich diskutiere natürlich fleißig in den Kommentaren mit. Und da bin ich mal gespannt, was für Intentionen ihr da habt mit der Dark Zone, wie ihr die denn auch generell findet, was ihr vielleicht verbessern würdet an der Dark Zone. Und da möchte ich einfach mal eine kurze Diskussion starten. Oder vielleicht auch eine lange Diskussion, je nachdem, wie viele Leute hier Bock haben zuzuschauen. Und dann schreibt einfach mal die Meinung in die Kommentare. Vergesst bitte nicht den Daumen nach oben und Feedback zu meinen Videos. Wenn ihr mögt, lasst doch ein Abo da. Bei mir gibt es täglich The Division-Folgen. Ab Release werde ich ab 0 Uhr spielen und dann so schnell es geht die ersten Folgen online haben. Wahrscheinlich schon in der Nacht irgendwann so. Wenn ich ab 0 Uhr zocken kann, ich weiß es nicht, dann vielleicht so ab 3, 4 Uhr werden so die ersten Folgen vielleicht online sein. Ansonsten am nächsten Morgen. Und ich bedanke mich dann bis hierhin fürs Zuschauen und wir sehen uns dann entweder im Let's Play oder persönlich in der Dark Zone. Bis dahin. Stay Pam, ciao. Anzug, bitte markiere meine Feinde, denn danach kannst du schnell das Abonnieren-Fenster einblenden. Klick da drauf, dann habt ihr mich auf dem Radar, denn das ist im Battle wichtig, damit ihr nichts verpasst. Also tritt mir in den Arsch, damit ich Feinden in den Arsch trete, schickt einen Kommentar, denn das heilt und das spart Leben. Für mehr Energie müsst ihr nur Daumen hoch drücken, denn mein Highscore kann sich nicht einfach so füllen. Ach du Scheiße, ich habe Verbindungsprobleme.